Die Bogen- und Ringbiegemaschine GEBR 605 ist eine universelle Biegemaschine, mit der Rund- und Vierkantrohre sowie die meisten gängigen Profile zu Bogen und Ringen gewalzt werden können. Es werden alle drei Biegewellen mit einem elektronischen Vario-Antrieb angetrieben. Die Umdrehungsgeschwindigkeit kann stufenlos zwischen 5 und 13 Umdrehungen pro Minute gewählt werden. Die Glaser Positioniersteuerung GPS 2 ist für die Serienproduktion und für wiederholtes Walzen von Einzelstücken konzipiert. Sie enthält 10 Programmspeicher für verschiedene Zustellungen der dritten Biegewelle. In jedem Speicher können maximal 10 Zustellwerte eingegeben werden. Die Bogen- und Ringbiegemaschine GEBR 605 ist auf einem drehbaren Untergestell montiert und kann bei Bedarf beim Walzen von großen Werkstücken leicht in die günstigste Position gedreht werden. Die Bogen- und Ringbiegemaschine GEBR 605 wurde speziell für das Biegen von Rund- und Vierkantrohren sowie für das Wendelwalzen von Rundrohren für Handläufe für Geländer von Wendeltreppen konstruiert. Der Zusatz Wendelwalzen enthält einen Steigungsausleger und ein elektronisches Verdrehungsmessgerät. Das Wendelwalzen basiert auf folgenden technischen Grundlagen. Beim Walzen von Handläufen und Untergurten für Wendel- und Spindeltreppen aus Rundrohren muss neben dem Bogen auch eine Steigung in den Handlauf eingearbeitet werden. Dies wird mit Hilfe eines Steigungsauslegers ausgeführt. Beim Wendelwalzen verdreht sich das Rohr kontinuierlich. Die Steigung ergibt sich aus der Verdrehung in Bezug zu einer bestimmten Rohrlänge. Die Verdrehung pro einer bestimmten Rohrlänge, zum Beispiel 7 Grad pro 290 mm, wird als Kontrollmaß bezeichnet. Für das Biegen eines Handlaufs werden die Treppendaten wie Stockwerkshöhe, die Anzahl der Stufen, die Steigungshöhe, die Auftrittsbreite und der Auftrittsradius in einem Messplan festgelegt. Mit Hilfe eines Wendelberechnungsprogramms wird das Kontrollmaß errechnet. Das Wendelberechnungsprogramm ist in einem kleinen Personal Computer resident gespeichert. Beim Walzen von Handläufen für Wendeltreppen muss zu Kontrollzwecken ständig der Radius und die Steigung als Abstand Sehnebogen, auch kurz Stichmaß genannt, mit einem Radienmessgerät gemessen werden. Die Verdrehung des Rundrohres wird mit einem elektronischen Verdrehungsmessgerät gemessen.